Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr vielleicht in der Überschrift schon gelesen habt, geht es heute um ein kleines Ausprobiervideo mit neuen Produkten, die ich in meinem letzten Haul vorgestellt habe. Unter anderem über diese Too Faced Chocolate Chip Palette und über den Becca Bronzer und den Becca Blush. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie dieser Look hier entstanden ist, dann bleibt doch dran und schaut euch das Video bis zum Ende an. Viel Spaß damit! Als erstes fangen wir mal mit diesem Primer hier an von Allerde. Den mag ich ja auf dem ganzen Gesicht nicht. Jetzt habe ich letztens ein Video gesehen, in dem diejenige das Produkt nur unter die Augen gegeben hat. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren, ob mir das besser gefällt. Und einarbeiten tue ich das mit diesem Silly Sponge hier. Zu viel Produkt erwischt, denke ich mal. Dann nehme ich mir einfach mal den Real Techniques schon und arbeite das hier nochmal ein. Als nächstes nehme ich hier von Essences Get Picture Ready die Pore Refining Mattifying Primer. Den möchte ich einfach leer machen und auch den arbeite ich mit dem Silly Sponge ein. Generell zum Silly Sponge mal, den habe ich vor ein paar Wochen gekauft und habe auch schon Foundation probiert damit aufzutragen. Das Ergebnis finde ich nur leider überhaupt nicht schön. Aber so für Grundierungssachen, für Primer, für Fixing Spray, das gebe ich mir jetzt gleich als nächstes auf. Zum Einarbeiten finde ich den echt super. Genau. Als nächstes nehme ich mir hier von MAC das Prep and Prime. Und auch das arbeite ich jetzt noch mit dem Silly Sponge ein. Als nächstes nehme ich hier von Essence das Pastel Green, dieses Corrector Concealer, und gebe mir den auf die roten Stellen auf. Und auch das arbeite ich wieder mit dem Silly Sponge ein, einfach weil der Silly Sponge kein Produkt aufnimmt und dadurch der grüne Concealer einfach besser auf der Haut bleibt. Als nächstes nehme ich mir von MAC die Studio Fix Fluid Foundation in der Farbe NC15 und gebe mir das hier auf den angefeuchteten Real Techniques Schwamm. Und arbeite das jetzt in mein Gesicht ein. Dann habe ich hier von Becca den Concealer in der Farbe Light. Das ist der Aqualuminous Perfection Concealer. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal unter das Auge. Und arbeite den mit dem kleinen Real Techniques schon ein. Dann werde ich das Ganze hier setzen und zwar mit dem Banana Setting Powder aus der letzten Glossy Box. Und dafür nehme ich mir hier von Real Techniques den Setting Brush. Sette damit einmal den Concealer.
Und als nächstes nehme ich mir hier von P2 aus der Sea to Face, aus der Sea Breeze LE. Und zwar das Sea to Face Compact Powder in der Farbe 10. Und dafür nehme ich mir hier von BH Cosmetics so einen großen Pinsel. Und gehe damit einmal über mein ganzes Gesicht. Als nächstes nehme ich hier von Rival de Lune die Eyeshadow Base und dafür verwende ich hier diese Pinsel. Und gebe mir das einmal auf das ganze Lid. Und verblende das mit dem Zeigefinger. Als nächstes nehme ich mir eine Lippenpflege und zwar hier von Be Good, das Vanilla und Honey Lip Balm. Dann verwende ich einmal von Essence das Make Me Brow in der Farbe 01 Blondie Brows. Und gebe mir das einmal über die Augenbrauen. Und dann nehme ich mir hier von Essence diesen Lash and Brow Brush oder Former und löse das Ganze nochmal so ein bisschen aus. Und dann kommen wir auch schon zu der Too Faced Chocolate Chip Palette. Gehe jetzt hier einmal nochmal so drüber und nehme dann den hellsten Blendeton hier, und zwar ist das White Chocolate, ganz einfach, und base damit praktisch einmal mein Augenlid. Dann gehe ich als nächstes in diese Farbe hier, und zwar ist das Matt Marzipan, nennt sich die. Dafür nehme ich einmal den Lux Eye Blender 225 von Zoeva. Und gebe mir das einfach mal in die Lidfalte. Und ich finde, Farbe lässt sich sehr, sehr schön auftragen und sehr schön verblenden. Und es duftet so herrlich nach Schokolade, also das ist wirklich ein toller und angenehmer Duft. So, dann gehe ich hier einmal in diesen olivfarbenen Ton, und zwar ist es der Matt Gilded Ganache. Gebe mir den ins äußere Augenwinkel. Und den verblende ich jetzt einfach mal mit diesem Soft Definer 227 von Zoeva. Schwieriger im Auftrag. So, dann nehme ich nochmal diesen Pinsel hier und verwende einfach die andere Seite und gehe dann in diesen rosafarbenen Ton hier, und zwar ist das der Strawberry Bonbon, der hier. Gehe mir den jetzt hier vorne auf. Blende
das Ganze hier nochmal mit diesem Eye Blender. So, ich versuche jetzt mal diesen rosanen Ton hier so ein bisschen zu intensivieren. Und zwar nehme ich mir hier so einen flachen Pinsel. Gehe damit einmal so in die Farbe rein und sprühe mir das Ganze einmal mit Fix Plus an. Und schauen wir, wie sich es dann verhält. Ein bisschen mehr kommt die Farbe raus, aber ich habe mir die etwas intensiver vorgestellt. Jetzt gehe ich mal in dieses Matte Champagner Truffle und gebe mir das einmal. Pinsel und gehe nochmal in diese dunklere Farbe und gebe mir die hier unten auf. Also vom Augen-Make-up her, ich habe mir das Rosa ein bisschen kräftiger vorgestellt, einfach damit halt dieser Verlauf schöner ist, aber ja, doch, es gefällt mir eigentlich doch relativ gut. Ich würde sagen, ich male jetzt mal noch schnell den Eyeliner auf. So, Eyeliner ist drauf. Das ist leider bei mir immer so ein bisschen so eine Zitterpartie, weil meine Augen ja extrem zittern, wenn ich Eyeliner auftrage. Aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Doch, gefällt mir gut. Dann würde ich sagen, machen wir mit der Kontur weiter und dann nehme ich hier von Catrice die 010 Ashy Radiance und zwar nur das Konturpuder. Und dafür benutze ich den Luxi Contour Brush. Der war ja auch in einer Glossy Box, glaube ich, drin. Ne? Und den setze ich mir jetzt hier nur hier hinten ein bisschen auf. Erst noch hier diesen Real Techniques Expert Face Brush und verblende das Ganze noch ein bisschen. Also ich bin ja nicht so das typische Bronzer-Mädel. Also Bronzer ist jetzt sowas, wo ich mich jetzt langsam erst dran wage und da werde ich jetzt den hier mal verwenden von Becca und zwar ist es der Sunlit Bronzer in Bali Sense. Der sieht so aus. Also ich finde halt auch die Prägung mega schön. Und es ist das erste Mal, dass ich den aufs Gesicht auftrage. Und da denke ich mal, werde ich jetzt auch einfach nochmal diesen Konturpinsel hier verwenden. Wirklich sehr dezent, also für helle Mädels, glaube ich, ist der wirklich gut. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt in der Kamera sieht, aber mir gefällt der echt super, weil der echt dezent ist, also richtig schön. Doch, ich denke, der macht einen guten Job und ja. Aber mal schauen, wie ich langfristig mit dem zufrieden bin. Aber auch im ersten Eindruck gefällt mir der echt gut. Dann auch das erste Mal jetzt aufs Gesicht kommt der Becca Flower Child Mineral Blush. Das ist dieser hier.
Beispiel verwende ich jetzt hier von Luxie den Large Angel Face Brush. Also ich bin jetzt hier einmal reingegangen, ich weiß nicht, ob man das sieht, also der ist sehr staubig. Schöner Blush, sehr dezent. Aber muss halt trotzdem aufpassen und gut abklopfen, damit man nicht zu viel erwischt, weil der sehr pudrig ist. Also wenn man mit so einem Pinsel hier reingeht. Genau. Ja, dann kommen wir noch zu einem Highlighter. Und da verwende ich hier von V7 den Bronze and Glam Highlighter. Da werde ich jetzt diesen Fächerpinsel hier verwenden. Den habe ich schon recht lang in meiner Sammlung. Das war eigentlich einer der ersten Highlighter, den ich mir gekauft habe. Den habe ich lange Zeit jetzt hier im Schrank gehabt und gar nicht angeschaut. Letztens habe ich den mal wieder vorgekramt und ich finde, der macht einen echt schönen Job, ohne zu glitzerig zu sein, einfach so ein schönes Highlight aufs Gesicht zu zaubern. Also das gefällt mir auch sehr gut. So, als nächstes nehme ich jetzt das Fix Plus. Und sprühe mir das nochmal aufs ganze Gesicht, einfach damit sich das Puder mit der Foundation so ein bisschen verbindet. Damit es einfach noch ein bisschen schöner wird. Und dann nehme ich mir hier von Train It Up den Expert Lip Primer in Care. Gebe mir den jetzt auf die Lippen. Dafür nehme ich diese Volume Stylist Lash Extensions Mascara von Essence. Die hat dieses Bürstchen hier und die habe ich einmal schon aufgebraucht und habe mir die jetzt nachbestellt. Jetzt kann man, finde ich, auch schon den Unterschied sehen. Einfach, dass das Auge viel offener und viel größer wirkt. Vergessen habe. Ich wollte noch ein bisschen Highlight im Augeninnenwinkel geben. Genau, da habe ich hier aus dieser Let's Celebrate LE von Essence so einen kleinen Pinsel. Gebe das hier einfach in den Augeninnenwinkel rein. Ja. Und als letzter Schritt gebe ich mir jetzt hier von Too Faced den Melted Matte auf in der Farbe Cream B. Also ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Also mir gefällt die richtig gut. Ist genau mein Beuteschema. Und ja, der trocknet jetzt nochmal an. Das dauert ein bisschen. Aber ich finde die Farbe echt mega schön. Und der Auftrag ist auch echt leicht. Und ja, ich habe den jetzt nicht lang getragen. Also ich habe ihn schon mal geswatcht auf die Lippen. Aber ja, bin halt, das war kurz bevor ich ins Bett gegangen bin. Also habe mir das recht schnell wieder abgeschminkt. Bin halt jetzt auch echt gespannt, wie lange das dieser Lipstick oder Liquid Lipstick hält. Und ja. Also
mir fallen die Augen jetzt mit dem Eyeliner und der Mascara einfach schon mal wesentlich besser. Und das waren jetzt dann auch schon alle Produkte, die ich ausprobieren wollte. Ja, doch, gefällt mir echt gut. Und auch von dem Bronzer bin ich sehr begeistert. Also der ist schön dezent, aber nicht zu viel. Also da habe ich ja immer ein bisschen Angst, dass ich einfach einen Bronzer nehme, der viel zu viel ist. Und doch, das gefällt mir recht gut. Ja, ihr Lieben, das war es dann jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Schminkprofi, also verurteilt mich nicht, wenn nicht alles hundertprozentig richtig gemacht worden ist, wie sie es gehört. Ich probiere halt einfach gerne aus. Ich finde, das Ergebnis lässt sich sehen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnieren-Button. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!